der Stocksee in der Nähe von Plön im östlichen Schleswig-Holstein. Umgeben von Wald und bis zu 40 Meter tief zählt der Stocksee zu einem der saubersten und nährstoffärmsten Gewässer im Lande. Schadstoffe aus der intensiven Landwirtschaft werden durch den breiten Baumgürtel vom See ferngehalten. Es ist Juni, ein schöner Sommertag. Doch die Badestelle an der Südseite des Sees ist am frühen Vormittag noch fast menschenleer. Rechts vom Steg, wo kaum jemand ins Wasser geht, haben sich mehrere Schwanenblumen angesiedelt. Um die Mittagszeit, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, kreisen Libellen über der Stelle. Und es werden immer mehr. Es sind die Männchen der Becherjungfer, eine Schlanklibelle, die in Deutschland weit verbreitet ist. Die Libellenmännchen fliegen wie auf Standby, auf der Suche nach Weibchen. Nicht weit entfernt entdecken wir eines, im Schlepptau dieses Männchens. Es hat seine Partnerin mit den Hinterleibszangen am Kopf gepackt, bereit zum Abflug. Das Tandem ist auf der Suche nach Eiablageplätzen, beobachtet von einer Armada paarungswilliger Männchen. Auch ein zweites Tandem sucht geeignete Wasserpflanzen. Nur wenige Stängel der Schwanenblume reichen schon bis an die Wasseroberfläche und eignen sich daher als Landeplatz. Ob dieser Stängel der richtige ist? Nein, wohl doch nicht. Auch diese Stelle passt nicht. Für die verpaarten Tandems ist es ein Spießrutenflug mit Risiken und Nebenwirkungen. Die ständigen Attacken der Nebenbuhler verhindern, dass das Weibchen ungestört zum Ziel kommt. Die meisten Aktionen der Becherjungfern sind in 20-facher Zeitlupe mit bis zu 500 Bildern pro Sekunde gedreht. So kann man besser beobachten, was genau passiert. Wehren können sich die beiden nur durch Wegfliegen. Geschafft! Das Männchen hat seine Partnerin auf einem der Pflanzenstängel abgesetzt. Sie taucht sofort ab und er muss mit. Doch dann löst das Männchen die Verbindung, bleibt aber in der Nähe seiner Partnerin. Das Weibchen nimmt seinen Luftvorrat mit unter Wasser. Ihr Körper ist beim Tauchgang durch eine feine Luftschicht umschlossen. Verbrauchte Luft wird durch Sauerstoff ersetzt, der im Wasser selbst gelöst ist. Das Weibchen taucht tiefer. Weiter unten sind die Blätter der Schwanenblume breiter und dicker. Da kann sie die Stängel für ihre Eier besser anbohren. Weiter oben geht ein zweites Weibchen auf Tauchstation. Weibchen Nummer 1 hat inzwischen die ersten Eier deponiert. Es versucht möglichst schon beim ersten Tauchgang den gesamten Eiervorrat abzulegen. Dazu kann es bis zu 1,5 Stunden unter Wasser bleiben. Die längste Tauchzeit, die jemals bei einer Libelle gemessen wurde. Weibchen Nummer 2 hat gleich den Gewässergrund erreicht. 1,20 Meter tief ist es hier. Eine gewaltige Leistung für den kleinen Libellenkörper. Er muss einen Wasserdruck von etwa 0,1 Bar aushalten. Sind alle Eier abgelegt, lässt sich das Weibchen nach oben treiben.
Ein gefährliches Unterfangen. Viele Weibchen schaffen es nicht, von der Wasseroberfläche aufzufliegen und ertrinken. Unser Weibchen hat Glück. Die Rettung kommt durch ihren Partner. Aber wird er es schaffen, seine Partnerin in die Luft zu bekommen? Die Oberflächenspannung des Wassers, die sie festhält, zu überwinden? Das Männchen hat inzwischen den Turbo eingeschaltet. Abschleppen scheint zu funktionieren. Doch ob es mit dem Losfliegen etwas wird, bleibt offen. Männchen, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind, versuchen alles, um eine Partnerin zu ergattern. Hin und wieder führt das zu Irrtümern. Das hier ist kein Becherjungferweibchen, sondern eine verunglückte Eintagsfliege. Doch noch bis Mitte September haben die Männchen Zeit, eine richtige Partnerin zu finden. Dann erst endet die Flugzeit der Becherjungfern und aus den vielen unter Wasser abgelegten Eiern wird sich hier am Stocksee eine neue Libellengeneration entwickeln.